Ja Leute, Blackout bedeutet jetzt nicht einfach ein regionaler, kurzfristiger Stromausfall. Ein Blackout ist eigentlich eine Situation, wo großflächig, ja, landesweit, länderweit, europaweit durch eine Kaskade von Fehlschaltungen sozusagen der komplette Strom weg ist, von einem Moment auf den anderen. Dazu gibt es verschiedene Ursachen. Einerseits von der Natur her, das heißt, schlimmstes Worst-Case-Szenario wäre zum Beispiel ein Sonnensturm, der durch Überlast entsprechend viele Umspannwerke beschädigen würde, Transformatoren beschädigen würde, die auf die Schnelle mit Sicherheit nicht repariert werden könnten. Das andere Problem ist natürlich heute unsere Energiewende. Wir haben dadurch, dass wir also Atomkraftwerke abschalten, Kohlekraftwerke abschalten, das Problem, dass wir natürlich viele Grundlasten, die wir eigentlich damit absichern, bei uns in Deutschland abschalten, und dafür müssen andere Länder sozusagen herhalten, weil wir einfach durch die sogenannten erneuerbaren Energien natürlich derzeit die Sicherheit nicht gewährleisten können. Und das bedeutet, wir haben jetzt schon, dass also in regelmäßigen Abständen aus Österreich, aus Frankreich und anderen Ländern regelmäßig Strom zugeschaltet werden muss, damit das System nicht abstürzt. Es ist wichtig, dass die Herzfrequenz von 50 Hertz eingehalten wird. Wir haben auch hier entsprechende Schwankungen, und es gibt Sicherungssysteme, um dieses Problem auszuschalten. Das heißt, dass man rechtzeitig Stromverbraucher abschaltet. Ich mache euch da unten nochmal einen Link dazu rein, wie dieses System funktionieren sollte. Aber Experten warnen davor, dass wir in den kommenden 5 Jahren mit einem entsprechenden Blackout rechnen müssen. Ja, immer mehr Staaten wie Österreich machen sich hier natürlich ernsthafte Gedanken, wie sie sich absichern können, wenn es zu einem Blackout kommt. Wir haben erst vor einiger Zeit so ein Mini-Blackout erlebt, als in Berlin mal 30.000 Haushalte sozusagen für einige Zeit ohne Strom waren. Es war aber nur eine ganz kleine Geschichte, und schon hier merken also die Einsatzkräfte, dass sie ans Limit kommen und dass es also nicht so einfach ist, wie es sich im Planspiel sozusagen herstellt. Und ich habe immer wieder gehört, dass so regionale Stromausfälle kein Problem sind. Man kann relativ schnell dagegen schalten, man hat Notstromaggregate und so weiter. Aber das würde bei einem Blackout, der also wirklich so großflächig ist, nicht viel bringen. Das bedeutet, für einige Tage haben bestimmte Institutionen wie Krankenhäuser also eine eigene Notstromversorgung. In bestimmten Sicherheitsbereichen gibt es für einige Tage Notstrom. Aber ansonsten wird es bereits ziemlich schnell duster werden. Insbesondere die Telekommunikation ist heute besonders auf Energie angewiesen. Und wenn es heute zu einem Stromausfall kommt, würden also etwa für eine halbe Stunde, maximal Handys und so weiter noch funktionieren, und dann geht da nichts mehr. Wir haben gerade Feuersirene. Ja. Das bedeutet also, dass auch im Bereich der Sicherheitskräfte hatten wir früher seinen normalen Funk, heute ist das Ganze digital. Ja? Und das bedeutet, dass auch hier man sehr intensiv auf Strom angewiesen ist, insbesondere auf diese Funkmasten, die also diesen Funkverkehr aufrechterhalten sollen. Ich will aus Sicherheitsgründen darüber nicht sehr viel sagen, aber auch hier sind natürlich nur Akkus, die relativ schnell ausfallen könnten, und dann bricht eigentlich auch für, sozusagen für Polizei, Feuerwehr und Rettung der Funk
zusammen. Das heißt, man kann keine Notrufe mehr absetzen. Man hat Schwierigkeiten sozusagen, die Situation zu bewältigen. Und das ist mit ein Grund, wenn man sich einmal überlegt, dass von einem Moment auf den anderen, wenn der Strom weg ist, ist ja nicht nur, dass es kein Licht mehr gibt, dass die Heizung nicht mehr geht oder der Kühlschrank und die Gefriertruhe auftauen. Das Problem ist, in den ersten Stunden sozusagen, die Leute erstmal auf den Aufzügen rauszuholen, die also überall stecken geblieben sind, U-Bahnen, die stecken geblieben sind, Eisenbahnen, Züge, die also auf freier Strecke irgendwo liegen geblieben sind. Das ist so das erste Problem. Dann ist klar, es wird im Winter natürlich in den meisten Haushalten kalt werden, weil wir auf Strom angewiesen sind, damit die Zentralheizung funktioniert. Wir können nicht mehr tanken, weil wir auf der anderen Seite nur durch Strom sozusagen eine Tankstelle betreiben können. Bargeld ist die einzige Zahlungsmöglichkeit, denn Geldautomaten und so weiter geben nichts mehr her. Zahlungsverkehr bricht zusammen. Das wären so die ersten Probleme. Danach werden natürlich bei den meisten Menschen nach 2-3 Tagen bereits Probleme mit der Lebensmittelversorgung auftreten. Das ist also mit ein Grund, warum wir also für mehrere Wochen sozusagen unseren Vorrat haben sollten, warum wir Trinkwasser haben sollten. Denn auch beim Trinkwasser wird es natürlich Probleme geben. Es kommt, je nachdem in welcher Region ich bin, wird es Problem sein, man braucht Pumpen, um das Trinkwasser praktisch überall hin zu pumpen, in der Regel meistens. Genauso die Abwässer, stellt euch Hochhäuser vor, die kein Wasser mehr haben, wo die Toiletten nicht mehr funktionieren und das zu zigtausenden. Deutschlandweit, europaweit. Das alleine wäre schon ein Riesenchaos. Man kann sich also vorstellen, dass unser gesamtes System, das uns eigentlich am Leben erhält, möchte ich schon sagen, von Industrie, die nicht mehr funktioniert, von Bauernhöfe, die darauf angewiesen sind, dass praktisch ihre Kühe gemolken werden, die für ihre Hühner Wärmeerhaltung brauchen und Lüftung brauchen und so weiter. Das wird also ein Riesenproblem sein. Und das bedeutet, das ist mit ein Grund, warum wir uns sozusagen auf diese Krise vorbereiten sollten. Denn dass dieser Blackout kommt, ist relativ wahrscheinlich. Denn alles, was wir momentan machen, ist eigentlich schizophren, möchte ich sagen. Auf der einen Seite wollen wir E-Mobilität, das bedeutet, wir brauchen eigentlich viel, viel mehr Energie als heute, um eben die ganzen Batterien aufzuladen, und auf der anderen Seite bauen wir den Strom ab, ja, und setzen auf unsichere Energien, anstatt dass wir eigentlich ein Vielfaches der Energie von heute bräuchten, um in der Zukunft eben den Straßenverkehr aufrechtzuerhalten. Also es ist eigentlich ein Wahnsinn, was momentan abläuft. Alles von vorn bis hinten eigentlich nicht durchdacht, und die Wahrscheinlichkeit, dass es demnächst zu einem Blackout kommt, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Das bedeutet, jeder ist gut daran, wenn er zum Beispiel auch für sein Auto immer so fährt, dass er immer, wenn der Tank halb leer ist, nochmal auffüllt. Auch das ist ein Grund, weil ihr kriegt bei einem Blackout einfach keinen Sprit mehr. Es gibt zwar Reserven, ja, des Bundes, aber die sind in erster Linie natürlich für die Einsatzkräfte gedacht, ne, die also hier für die Sicherheit sorgen müssen, dass das aufgebaut ist. Es heißt immer, wir haben Lebensmittelreserven. Klar haben wir die, ja, was weiß ich, wie viel, zigtausend Tonnen, die irgendwo sein sollen, aber die sind mit Sicherheit nicht bei einem europaweiten, flächendeckenden Ausfall für die gesamte Bevölkerung ausreichend, also nicht mal ansatzweise. Das heißt, auch hier ist der Einzelne gefordert, sich auf so eine Situation vorzubereiten. Das ist eben der Grund, warum ich eben sage, dieses 14-tägige Mindestvorrat sollte wirklich absolut jeder haben. Das Monatslager wäre also wirklich eine super Sache, und wer darüber hinausgeht, dass er sagt, ich habe 3 Monatslager, ist sicherlich auch nicht verkehrt aufgestellt.
Denn mit Sicherheit werden in der Zukunft derartige Katastrophen auf uns zukommen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, ne? Wenn ich sage, okay, wir können einfach keine Lebensmittel mehr herstellen, wir können keine Lebensmittel mehr irgendwo hin transportieren. Die gesamte Grundversorgung ist eigentlich von heute auf morgen, von einem Moment auf den anderen, auf Null gesetzt. Und das nicht irgendwo regional in einem Bundesland, das könnte man auch bewerkstelligen. Nein, wenn es wirklich eine ganze Kaskade ist, wo also Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und so weiter mit einem Schlag betroffen sind, da wird auch von außen so schnell keine Hilfe kommen. Denn jeder wird jetzt natürlich auch schauen müssen, dass er sich selber mit seinen Reserven haushaltet und sozusagen das Problem in den Griff bekommt. Viele dieser Kraftwerke können wir heute gar nicht mehr eigenständig einschalten. Ja. Sie brauchen also externe Hilfe zum Anfang. Es gibt nur wenige Kraftwerke, die aus eigener Kraft sozusagen hochfahren können. Ich mache dazu unten mal ein paar Link rein, dass ihr euch über diese Thematik mal ein bisschen beschäftigt. Da wird vielleicht deshalb auch für den einen oder anderen, der über das Brettern noch lächelt, das sei vielleicht bewusster, wie wichtig es ist, dass wir uns einfach wirklich selber versorgen können. Und zwar über mehrere Wochen hinweg, dass wir wirklich autark sind, dass wir Wasser haben, dass wir Lebensmittel haben, dass wir eigenständig kochen können, auch ohne Strom. Es ist also eine elementar wichtige Sache und es wird kein Internet geben, es wird keine Handys geben, es wird kein Telefon geben. Früher hätte es noch ein Telefon gegeben, als die ganze Geschichte noch analog war. Aber heute brauchen wir entsprechende Energie dafür. Und das ist alles heute so stark ineinander vernetzt und so empfindlich geworden, dass die Bequemlichkeit sozusagen und der Komfort, ja, ist ganz klar heute besser als früher. Aber was sich heute viele Leute eigentlich gar nicht so vorstellen können, aber wir sind einfach auf die Kommunikation angewiesen, ob das Internet ist, ob das Telefonie ist, ja, wir sind also unheimlich auf diese Kommunikation angewiesen und die wird von einem Moment auf den anderen weg sein. Man wird keine Kommunikation haben praktisch mit Angehörigen, wie geht's denen, wo sind die jetzt gerade, wo stecken die jetzt gerade fest, ne? Wie kommen die durch, Ampelanlagen, die ausfallen und so weiter. Und so ist auch eine gewisse Problematik natürlich, dass durch diese Digitalisierung auch in den Sicherheitsbereichen hat diese Digitalisierung gerade auch im Funk Einzug genommen, hat gewisse Vorteile, es gibt weniger Funkschaden, bessere Sprachverständigung im Normalfall, aber man hat festgestellt, dass gerade wenn reger Funkverkehr ist, kann dieses System bereits sehr schnell an seine Grenzen kommen. Und gerade wenn es beim Stromausfall, bei einem langfristigen Stromausfall, würde das bedeuten, dass es also ohne weiteres möglich ist, dass über großflächige Gebiete sozusagen der Funk komplett zusammenbricht und es dann nur sehr schwierig ist, eine Rückfallebene wieder aufzubauen, wie sie früher bestanden hat. Also auch hier wird es Probleme geben, sei es einen Notruf abzusetzen, sei es, dass sich die Einheiten miteinander entsprechend kommunizieren können. Wie das Ganze zustande kommt, welche Sicherheitsprobleme da drin liegen, die möchte ich hier öffentlich nicht sagen. Das werden also Insider wissen. Aber es ist so und deshalb sollte sich der Einzelne also wirklich Gedanken darüber machen, dass er wirklich für die nächsten Wochen autark sein kann. Ja, dass er für mehrere Wochen völlig autark sein kann, dass er Medikamente zu Hause hat, weil er wird keine Medikamente bekommen können. Apotheken werden nichts liefern können, Pharmaindustrie wird nichts herstellen können. Also es ist ein Problem, das also so umfangreich ist, dass man sich es kaum vorstellen kann, weil es wirklich das komplette System
lahmlegt über längere Zeit. Und bis das alles wieder ins Laufen kommt, ja, das wird interessant, wenn das passiert, Leute. Also bereitet euch darauf vor, ihr seid gut damit beraten, euch mit Preppen sozusagen einen Sicherheitsvorrat anzuschaffen. Kann ich also wirklich nur dringend jeden Einzelnen empfehlen. Ja, Leute, und was viele heute noch nicht mitbedenken ist, dass natürlich bei einem Blackout natürlich auch der internationale Handel zusammenbricht. Das heißt, die Börse zusammenbricht. Was das für Auswirkungen hat, da denke ich, da wird natürlich Krise von 2008 nur ein Sturm im Wasserglas sein. Das ist also ein weiteres Problem, das man natürlich hier auch mit berücksichtigen müsste. Von der Seite her kommt also da einiges auf uns zu. Stellen wir uns mal vor, es wäre ein Sonnensturm die Ursache. Dann könnte es also sein, dass Tausende von Isolatoren und Umspannwerke durch eine Überspannung davon betroffen sind. Das bedeutet, dass es über Monate, ja, dauern würde, bis das ganze System wieder richtig am Netz ist. Also das wäre ein absolutes Worst-Case-Szenario, das wir da vor uns hätten. Und hoffen wir, dass es nicht ein Sonnensturm ist, ein normaler Blackout, der mehrere Wochen dauern würde, ist schlimm genug und wir sollten uns auf diese Situation vorbereiten. Okay, Leute, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.